Und jetzt zeigen wir Ihnen eine besondere Form des Zusammenlebens. Aber vorher gibt's noch unser Ostergewinnspiel. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf einen von zwei VW mit der ganzen Familie. Den Gewinner des ersten Camper geben wir bereits am Montag bekannt. Obendrauf gibt es noch ein iPad Pro fürs Osternest. Rufen Sie jetzt an unter 01379 44 44 07 und nennen Sie uns das Kennwort Bunny. Die Daumen sind natürlich ganz feste gedrückt und bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück. Was hier auf den ersten Blick aussieht wie eine Schulklasse, ist die wohl ungewöhnlichste Familie Südkoreas. Der Mann aus unserem nächsten Film hat sage und schreibe 10 Flüchtlingskinder aus Nordkorea adoptiert und bei sich zu Hause aufgenommen. Wie Sie sich vorstellen können, dürfte das alles andere als ein normaler Alltag sein. Wir haben diese sehr besondere Familie zu Hause besucht. Und jetzt zeigen wir Ihnen ein ungewöhnliches Bauwerk und die spannende Geschichte dahinter. Aber vorher gibt's noch unser Ostergewinnspiel. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance auf einen von zwei VW California. Den Gewinner des ersten Camper geben wir bereits am Montag bekannt. Obendrauf gibt es noch ein iPad Pro fürs Osternest. Rufen Sie jetzt an unter 01379 44 44 07 und nennen Sie uns das Kennwort Bunny. Die Daumen sind natürlich feste gedrückt und bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Dann sind die Entrümpler gefragt. Sie wühlen sich durch längst Vergessenes und finden dabei auch manchmal echte Kostbarkeiten. Meine Kollegin Claire hat einen Entrümplertrupp bei der Arbeit begleitet. Die Bilder sind noch vor der Corona-Krise entstanden. Dieser Ort hier sieht so idyllisch und altertümlich aus wie eine Herr-der-Ringe-Kulisse. Und dann sieht man plötzlich eine gigantische Schüssel. Mitten in der Landschaft, komplett verlassen, inklusive Kontrollzentrum. Im Kalten Krieg wurde auf diesem Gelände Spionage gegen die USA betrieben. Und jetzt sind auf einmal sogar Weltraumforscher ganz heiß auf diese Anlage. Was ist hier passiert? Und vor allem, was kann man daraus noch machen? Wer weiß. Und das war's schon wieder bei Galileo. Hier geht's jetzt aber weiter mit Fußball. Und zwar mit der U21-Europameisterschaft und dem Spiel Deutschland gegen die Niederlande. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Tschüss.